Hallo, willkommen auf Football Therapist und willkommen zu dieser ersten Folge dieser Miniserie über die Monchi-Methode, die der Sportdirektor des Sevilla FC. Denn nachdem ich das erfolgreiche Management der Academy des ecuadorianischen Vereins Independiente del Valle und das von Red Bull Salzburg erklärt habe, geht es heute um den Mann, der Ernennung im Jahr 2000 den Sevilla FC genau umgestaltet hat, da der Verein am Anfang des Jahrhunderts große finanzielle Probleme hatte und in der zweiten spanischen Liga spielte. Rund 20 Jahre später ist der Sevilla FC zum viertgrößten Verein Spaniens geworden. Nicht zuletzt, weil er unter Monchi sechsmal den UEFA-Pokal oder die Europa League gewonnen hat. Und einer Schlüssel zu seinem Erfolg ist seine Rekrutierungsmethode, die genau das Thema dieses Videos ist. Aber kurz bevor ich anfange, wollte ich euch noch sagen, dass ihr in der Beschreibung einen Artikel finden könnt, der die besten Transfers von Monchi in Sevilla listet, damit ihr euch noch besser vorstellen könnt, wie erfolgreich der Sportdirektor in diesem Feld ist. Nun werde ich endlich diesen berühmten Scouting- und Spielerrekrutierungsprozess des andalusischen Vereins erklären können. Die erste Phase wird grobes Tracking genannt und findet von Juli bis Dezember statt. In dieser Zeit sehen sich Monchis Scouts so viele Spiele wie möglich an, um so viele Spieler wie möglich zu analysieren. Natürlich ist das alles geplant. Jeder Scout bekommt eine bestimmte Anzahl von zugeteilten Wettbewerben, die er verfolgen muss, und jeder Wettbewerb gehört zu einer bestimmten Kategorie. In der ersten, die A, finden sich die Meisterschaften, bei denen die Anzahl der Spieler, die nach Sevilla wechseln könnten, aufgrund des Spielniveaus am höchsten ist. Hier geht es also um die besten europäischen Ligen sowie um die von Brasilien und Argentinien. Die Kategorie B besteht dann aus den Ligen der zweiten Ebene, die eben mehr oder weniger in denselben Regionen liegen, das heißt in Europa und Amerika. Dort aber nicht nur im Süden, sondern auch im Norden mit der Liga MX und mit der MLS. Nun gibt es noch die Kategorie C, die keine Ligen entsperrt, sondern Turniere. So kann ein Verein nämlich sicher sein, dass ihm keine Spieler entgeht, der zum Beispiel in Afrika oder Asien bei der Meisterschaft toll geleistet hat. Zwei geografische Regionen, die eben nicht Teil der anderen beiden Kategorien sind. Von Juli bis Dezember bekommt jeder Scout also drei oder vier zugewiesene Ligen, die er verfolgen kann. Oft eine der Klasse A und zwei, drei der Klasse B, da es in dieser zweiten Kategorie mehr Länder gibt. Während dieser groben Tracking-Phase müssen die Scouts jeden Monat eine ideale Startelf ihrer Klasse A-Liga vorlegen. Der Monatsbericht der B-Klasse-Ligen ist dagegen etwas anders, da es nur einen einzigen für die gesamte Kategorie gibt. Die Scouts müssen sich tatsächlich darauf einigen, wie sie diesen komponieren, was ziemlich normal ist, weil diese Ligen nicht so gründlich beobachtet werden wie die Ligen der Klasse A. Da es viele Ligen gibt und die Anzahl der Scouts 12 beträgt, müssen sie tatsächlich Zeit sparen, indem sie diese verschiedenen Ligen der Klasse B über die Spieler der Nationalmannschaften des jeweiligen Landes verfolgen. Es wäre in der Tat dumm, die Arbeit der Jugend- und Nationaltrainer nicht zu nutzen, die durch ihre Kaderaufgeboten angeben, welche Spieler in der Meisterschaft ihres Landes zu beobachten sind, die in dieser Kategorie eben überwiegend aus einheimischen Spielern besteht. Abgesehen davon muss man wissen, dass nicht alle Spieler dürfen Teil dieser monatlichen Startelfen sein, weil einige von ihnen für den Sevilla FC sportlich und/oder wirtschaftlich ohnehin unerreichbar sein werden. Es würde zum Beispiel keinen Sinn machen, Mohamed Salah auszuwählen, der in einem besseren Verein unumstrittener Stammspieler ist und darüber hinaus
ein Gehalt und eine Ablösesumme hätte, die sich die Andalusier nicht leisten könnten. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass die Scouts das Anschauen von Spielen über eine Videoplattform wie YScout oder Instat mit gelegentlichen Stadionbesuchen kombinieren, um zu garantieren, dass ihre Meinung über den betreffenden Spieler je nach Art des Anschauens nicht abweicht. Etwas, das man gerade auch bei Red Bull Salzburg findet und das ich in meinem Video über die Erfolgsgeheimnisse dieses Vereins erklärt habe. Kehren wir nun nach Sevilla zurück, wo der Verein durch diese verschiedenen idealen Startelfen und hier schließe ich auch die für jeden Klasse C-Wettbewerb erzielten ein, den Dezember mit etwa 500-550 Spielern in der Datenbank abschließen wird. Nach diesem ersten Filter folgt der Zeitraum des ausführlichen Trackings, das von Januar bis Mai dauert. In dieser Zeit gibt es keine A-, B- und C-Klassen mehr, da nur noch die Spieler beobachtet werden, die beim groben Tracking ausgewählt wurden, das wiederum nicht auf irgendeine Art und Weise. Allerdings werden diese diesmal von mehreren Scouts, die sich bisher nicht mit der jeweiligen Liga befasst haben, in verschiedenen Kontexten beobachtet. Insgesamt werden pro Spieler 6, 7 neue Spiele beobachtet, sowohl Heim- als auch Auswärtsspiele, sowohl gegen eine Mannschaft aus der obersten als auch eine aus der untersten Tabellenzone und eventuell auch Spiele mit der Nationalmannschaft, wenn der Spieler dafür ausgewählt wurde. So lernt man den Spieler besser kennen und ist nicht überrascht, wenn er in einer bestimmten Art von Spielen nicht gut leistet. So kann der Verein schon direkt nach der Verpflichtung des Spielers daran arbeiten, wenn er schließlich nach Andalusien wechselt. Für jedes der 6, 7 beobachteten Spiele vergibt der Scout eine Note von A bis E für die Leistung des Spielers, wobei A die beste Note und eh die schlechteste Note sind. Das macht also 3.500 bewertete Leistungsberichte, denn man muss mit ca. 500, 550 multiplizieren, der Anzahl der Spieler, die nach dem zweiten Filter, den ich euch jetzt vorstellen werde, nur noch ca. 150, 180 betragen wird, da Monchi die besten Spieler ausgewählt haben wird. Indem er sich die verschiedenen Buchstaben, die diese Spieler erhalten haben, angesehen haben wird. Nämlich werden die Spieler ausgewählt, die für Buchstaben nur oder fast nur A und B bekommen haben. Um diesen zweiten Filter zu erstellen, wird Monchi aber auch die Berichte der vorherigen Saisons wieder durchlesen, um den Spieler und seine Entwicklung besser kennenzulernen, da er nicht nur die Noten von A bis E der vorherigen Saisons lesen wird, sondern auch die verschiedenen Details dieser Berichte, durch die er insbesondere sehen kann, ob der Spieler seine Schwächen korrigiert hat. Nun versteht ihr also, dass es viel zu einfach ist, Monchi für die Neuzugänge zu kritisieren, die er während seiner 2 Jahren bei der AS Roma gebracht hat, da er viel von der Arbeit abhängt, die seine Scouts in der ersten Zeit leisten. In diesem Zusammenhang muss man auch wissen, dass er in Rom angestellt wurde, um finanzielle Gewinne zu erzielen, um die wirtschaftlichen Probleme des Vereins zu überwinden. Eine Leistungsschwäche war also absehbar, da der Kader während des Transfersfensters jeweils viele Abgänge und Neuzugänge verkraften musste. Übrigens findet ihr in der Videobeschreibung einen Artikel aus dem Jahr 2019, der den Beitrag seiner Neuzugänge objektiv bewertet. Und ihr werdet sehen, dass er ziemlich zufriedenstellend ist. Vor allem, wenn man weiß, dass Monchi nicht die Freiheit hatte, die er wollte, um seine Arbeit bei dem italienischen Verein auszuführen. So, jetzt geht's zurück nach Spanien. Nach diesem zweiten Filter finden wir also
150, 180 Spieler, das sind etwa 12, 15 Namen pro Position, die wir jetzt einordnen müssen, um beispielsweise herauszufinden, welcher der ausgewählten rechten Außenverteidiger der beste für den Verein wäre. Und hier solltet ihr reagieren, denn tatsächlich können zwei Spieler auf derselben Position jeweils sehr gut sein, aber in unterschiedlichen Bereichen. Unter den Spielern, die die beiden detaillierten Filter durchlaufen haben, kann man zum Beispiel einen Innenverteidiger finden, der sehr gut im Luftspiel ist, genauso wie einen anderen Innenverteidiger, dessen beste Qualität diesmal die Passfähigkeit ist. Wie kann man also für jede Position eine solche Rangliste erstellen, wenn es überall verschiedene Spielerprofile gibt? Ganz einfach. Man muss den Trainer fragen, welche Position er wie stärken möchte. Dieses Treffen mit dem Trainer findet allerdings erst im April statt. Zumindest seit Monchi seine Planung umgestellt hat, denn als Unai Emery noch Trainer in Sevilla war, fragte Monchi ihn bereits zu Beginn der Saison, welches Spielerprofil er für jede Position bräuchte. Dies schien eine gute Idee zu sein, bis zu dem Tag, an dem Unai Emery ein Angebot von PSG erhielt hat und einen Wechsel annahm. Was bedeutete, Monchi hatte eine Liste mit Profilen, die nicht mit denen übereinstimmten, die Unai Emerys Nachfolger Jorge Sampaoli brauchte. Seit dieser Episode arbeitet also Monchi mit jeder Art von Spielerprofil, weil der Trainer eben jederzeit gehen kann. Ist auch der Grund, warum dieses Treffen mit dem Trainer erst im April stattfindet, denn zu diesem Zeitpunkt ist es meistens schon klar, wer in der nächsten Saison Trainer sein wird. Dies ist jedoch nicht die einzige Erfahrung, die Monchi davon überzeugt hat, seine Planung zu ändern, denn neben dem Fall Emery hat ihn auch eine ältere Situation dazu ermuntert, seine Strategie zu überdenken. Der Fall Dragutinovic. Obwohl der Transfer des serbischen Verteidigers nach Sevilla ein Erfolg war, da er dort mehrere Jahre lang eine wichtige Rolle spielte, behauptet Monchi, dass er mit ihm Glück hatte, weil er damals einen Fehler gemacht hatte. Nämlich hatte er nicht mit dem Abgang von Sergio Ramos gerechnet, der in jenem Jahr am Ende des Transferfensters erfolgte und hat er daher keine Liste von Verteidigern erstellt, die den Andalusier ersetzen konnten. Aus Zeitmangel musste er Dragutinovic daher auf der Grundlage von Telefonaten mit Experten der belgischen Liga Dragutinovic kaufen, eben, in der der serbische Verteidiger spielte. Und obwohl er so Erfolg hatte, hat er diesen Transfer als Fehler seinerseits sehen können. Die Geschichte der Fehler Emery und Dragutinovic sind also der Grund, warum Monchi für jede Position eine Datenbank mit Spielern aller Profiltypen haben will. Nach diesem Treffen mit dem Trainer wird der Verein also für jede Position eine Rangliste erstellen können, um zu wissen, wenn man als ersten Spieler holen sollte, wer die Nummer 2 wäre, wenn ein Transfer nicht möglich ist, und dann die Nummer 3, die Nummer 4 und so weiter. Und du musst wissen, dass hier nicht nur das technisch-taktische Profil des Spielers, das durch den Berichte der Scouts und die statistischen Daten erstellt wird, ausschlaggebend ist. Denn wie du in meinem nächsten Video, die Folge 2 dieser Serie über die Rekrutierungsmethode von Monchis Sevilla FC, sehen wirst, werden auch physische, psychologische und wirtschaftliche Profile erstellt. Wenn du also mehr darüber erfahren möchtest, lade ich dich ein, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, aber auch meine Twitter, Instagram und LinkedIn-Accounts, die du in der Videobeschreibung findest, damit du nichts von all dem verpasst. Und wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, es mir in den Kommentaren mitzuteilen, auf den blauen Daumen zu klicken und das Video zu teilen. Das würde mir sehr helfen, mehr als du denkst. Tschüss!